Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's das allererste Video von Gears of War 3. Und im heutigen Video werden wir ganz kurz so eine Art Prequel uns anschauen. Das ist die Vorgeschichte zu Gears of War 3. Das könnt ihr auswählen, sobald ihr die Kampagne startet. Und ich denke, ich bin wahrscheinlich bei Weitem nicht der Einzige, der Gears of War 3 für das eine Xbox-Highlight in diesem Jahr hält. Ich denke, dass ich die ersten Walkthrough-Videos durch Gears of War 3 relativ unkommentiert lassen werde und euch einfach so in das Gameplay hineinwerfe. Das zieht einen sofort in den Bann wirklich. Und hier können wir zunächst sehen, wenn ihr diese Beta gespielt habt, dann bekommt ihr auch so zwei Chromwaffen und einiges anderes freigeschaltet. Das muss ich aber selber erst noch ein bisschen beleuchten, muss ich gestehen. Ich habe es auch gerade erst ein paar Minuten im Laufwerk drin und schon rendert das erste Video. Hier befinden wir uns jetzt im Hauptmenü von Gears of War 3. Wir sehen da Kampagne versus Horde, Bestie. Natürlich gibt es Statistiken und Auszeichnungen. Es gibt einen Eventkalender und eine direkte Verlinkung zum Xbox Live Marktplatz. Hier sehen wir jetzt die Kampagne. Da gibt es Standard, Arcade und bald verfügbar. Bald verfügbar vielleicht der Koop-Modus, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und wenn wir hier die Standardkampagne starten, sehen wir unten einen Punkt, den wir heute im Video sehen würden. Und das ist zuvor in Gears. So endet es also. Heute hat die Koalition ordentlicher Regierungen aufgehört zu existieren. Vorsitzender Prescott, er verließ uns vor einiger Zeit. Wir können nicht mehr vorgeben, noch eine Regierung zu sein. Alles begann am E-Day, als die Locust erschienen und uns überrannten. Wir wollten sie mit dem Hammer der Morgenröte vernichten, verbrannten unsere eigenen Städte, töteten Millionen unserer Leute. Doch die Locust hielt es nicht auf. Die Überlebenden der Hammerschläge, die Gestrandeten, wollten nichts mit einer Regierung zu tun haben, die Zivilisten geopfert hatte. Und nach 15 Jahren des Kampfes mussten wir sogar den letzten Stützpunkt der Menschen opfern. Jacinto. Wir versenkten die Stadt und hielten so die Locust-Armee auf. Der Krieg war endlich vorbei. Wir waren bloß ein paar Flüchtlinge und fanden eine Insel, auf der wir neu beginnen konnten. Aber manches kann man nicht wieder aufbauen. Die gebrochenen Herzen und Seelen. Dann verfolgte uns ein neuer Feind, noch schlimmer als der letzte, die Leuchtenden. Jetzt breiten sie sich auf Sarah aus und töten alles in ihrem Weg. Wir haben sie aufgehalten, solange wir konnten. Wir wissen nicht weiter. Unsere letzte Hoffnung ist es, die Insel zu verlassen und uns aufzuteilen. Einige wollen auf den übrigen Schiffen leben. Andere wollen wieder aufs Festland zurück. Viel Glück, Carnel. Hier ist der ehemalige Lieutenant Anya Stroud. Melde mich ab. Zuhören! Alle bereit machen, den Hafen zu verlassen. Jetzt sind wir wohl alle Gestrandete. Kurzes Video heute, oder? Das war jetzt das zuvor in Gears Video Special, damit ihr ein ganz klein bisschen was von der Vorgeschichte seht. Und im nächsten Video geht's jetzt direkt ab mit den ersten Minuten Gameplay aus der Kampagne. Ich sag danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein.